Rheinmetall, da haben wir in der letzten Zeit häufig drüber gesprochen, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn wir uns die Aktie hier im Tageschart anschauen, dann sehen wir dieses große Momentum, womit wir in das letzte Hoch reingelaufen sind. Und dann haben wir hier diese sehr lange, sehr ermüdende Konsolidierung gehabt, die uns tatsächlich auch hier hinten nochmal aus unserer Trading-Position im Chartzeitdepot rausgeworfen hat. Das war sehr, sehr ärgerlich, muss man wirklich sagen. Dann ist dieser Ausbruch hier erfolgt und seitdem kennt die Aktie im Prinzip nur noch eine Richtung. Wenn wir uns das hier als Kerzenchart anschauen, ja, dann könnt ihr mal gerade gucken, dass hier, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war das hier der Tag, an dem wir geflogen sind aus der Position. Ja, und dann haben wir hier diese schöne Aufwärtsbewegung gesehen, bei der wir jetzt nicht mehr mit dabei sind. Sehr, sehr ärgerlich, aber wir hatten da jetzt schon drauf geschaut, was für Kursziele sich da entwickeln. Wir stehen hier oben bei 570 Euro, sind hier unten bei 450 Euro. Das heißt, wir kommen hier auf Kursziele um 690 Euro für die Aktie von Rheinmetall. Und das, was hier heute weiter beflügelt, das ist, dass Rheinmetall das Geschäft in Amerika deutlich weiter ausweitet. Und zwar übernimmt man Log Performance, das ist ein US-Fahrzeugspezialist. Und da geht es dann eben am Ende darum, die große Sparte Fahrzeuge, Militärfahrzeuge in Amerika weiter auszubauen. Da hat man schon einen eigenständigen Bereich für, der wird dann jetzt entsprechend verstärkt. Und das Unternehmen, das liegt bei knapp 1 Milliarde Dollar als Bewertung. Also da muss man schon relativ viel Kapital aufbringen jetzt von Seiten Rheinmetalls. Deswegen war die erste Reaktion auf die Zahlen gestern oder auf diese Nachricht gestern nachbörslich auch kurz negativ, hat dann aber relativ schnell heute in den positiven Bereich gedreht. Im Moment liegen wir rund 2% vorne. Das ist also ein ganz klares Zeichen, dass die Anleger hier eindeutig die Chancen überbewerten gegenüber dem kurzfristigen Kapitalaufwand, der hier getätigt werden muss. Am Ende sieht es so aus, man wird hier damit die Geschäfte in den USA deutlich ausweiten können. Man hat dann eben auch nochmal eine zusätzliche Produktion in den USA. Das erhöht die Chancen, dass man auch Großaufträge aus Amerika bekommt. Und da ist man im Moment als einer der zwei Letzten, die hier in so einem ja, in so einer Prototypenphase im Prinzip noch mit drin sind für eine neue Generation von Schützenpanzern in Amerika. Und das erhöht natürlich jetzt die Chancen, dass man hier am Ende den Zuschlag bekommt. Das Volumen alleine für diesen Auftrag, für diese 4000 Schützenpanzer, liegt bei geschätzten 45 Milliarden Dollar. Das wäre natürlich mal ein richtiger Reißer. Und auch hier fürs sogenannte Common Tactical Truck Program in Amerika hat man im Moment noch eine Bewerbung laufen von Seiten Rheinmetalls. Und da geht es auch um 16 Milliarden Dollar für rund 40.000 Militär-Lkw. Und schon alleine deswegen ist das eine ganz, ganz clevere Entscheidung, hier in Log Performance einzusteigen. Und ich denke, das schiebt die Aktie weiter nach oben. Wir sollten demnächst irgendwann über 570 Euro gehen. Und ich habe es euch gesagt, mein Kursziel liegt aktuell bei 690 Euro in der Rheinmetall.